Hier oben müsste doch jetzt eigentlich auch alles wunderbar funktionieren, ne? Ja, das läuft. Das läuft. Was haben wir denn jetzt an Paprika? Da müsste jetzt auch mehr da sein. Okay, damit sind wir versorgt. Sekt sind wir versorgt. Das sind wir versorgt. Passt, passt, passt. Bier ist genug da. Schnaps ist genug da. Arbeitskleidung ist genug da. Wir haben genug Brot, genug Seife. Wir haben hier genug. Ich muss auch hier draufklicken. Ja, das läuft. Und vielleicht verkaufen wir sogar ein bisschen oder können wir sogar verkaufen. Es läuft nach Plan, Leute. Es läuft. So. Auf. Hier ist dieser Zacken. Können wir nochmal. Tauchen Sie auf der Karte angegebenen Stelle. Hier ist dieser Zacken und davon ein bisschen nördlich. Hier. Ist das. Das muss die Insel sein, ne? Genau, hier geht dieser Zacken raus. Zum Horizont! Das muss hier irgendwo sein. Ball drehen! Ich bleibe hier, Captain, bis das Blut in meinen Adern kocht oder gefriert. Eine einzigartige Karte, die die Position von Willis besonderem Vermögen anzeigt. Wenn dort unten etwas zu finden ist, ist sicherlich hohen Wert. Suchen Sie nach der Insel, die auf der Karte entspricht, und tauchen Sie an der Stelle, an der das X eingezeichnet ist. Ja, das hier und dann ja, nordöstlich so ein bisschen. Ne? Hier, das muss diese Insel sein. Anders geht's nicht. Das ist hier ist dieser Zacken, der rausgeht. Und dann muss hier irgendwo. Sehe ich das irgendwo im Wasser? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Nordöstlich von dieser Stelle. Dann eher hier vielleicht. Dann eher hier vielleicht. Hätten auch mal unsere. Hier ist der Zacken. Frage ist halt, wie hoch meint er das, ne? Und wann kriege ich es angezeigt? Das kann ja nur hier sein. Das kann nur diese Insel sein. Hier hast du den Zacken. Und vorne geht sie dann so rum. Ja, andere Inseln der. Oder die hier unten. Oder die hier unten. Aber der fehlt, dieser Zacken, der da rausgeht. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Doch. Wir müssen ein bisschen ändern. Was ist denn hier? Volksaufstand. Feinde überrollt unsere Städte. Der Subtext ist mit bloßem Auge ja kaum zu erkennen. Sie haben an Einfluss gewonnen. Die hat hier hinten dann so ein. Das muss die Insel sein, Leute. Geht ja gar nicht anders. Ja? Hinten geht's denn so raus? Hier ist dieser. Und hier von nordöstlich. Die Frage ist halt nur, vielleicht hier? Zum Horizont! Nee, das ist dann aber schon wieder zu weit weg, oder? Boah, das ist gar nicht so einfach. Da. Wendemanöver! Nee. Guck mal, hier könnte doch was sein. Da könnte doch was sein. Warum können wir aber hier nicht tauchen? Es ist dubios. Schade, ich dachte eigentlich, das geht ein bisschen einfacher. Aber ich sehe hier auf der Meeresoberfläche auch nichts, dass man sagen könnte, oh, da könnte was sein.
Das ist schade. Das ist schade. Komm, lass uns zurückfahren. Vielleicht hat der ein oder andere von euch da noch einen Tipp. Sie haben uns dorthin geleitet, Admiral. Naja. So, was macht unsere Expedition? Da brauchen wir noch nichts machen. Das kommt erst noch, dass wir uns da ins Elend stürzen. Sehr schön. So, lasst mal schauen jetzt. Wir brauchen hier, was hat man gesagt, Hochräder und Brillen. Neue Befehle? Die Kooperation. Der Teufel fordert seinen Tribut. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Leute. Hoffentlich hat sich das Spiel jetzt nicht wieder aufgehängt. Ich hatte heute noch keinen Absturz. Weil manchmal klicke ich immer so ein bisschen schnell drauf. Ich hoffe, es läuft weiter. Kurzer Cut, Leute. So, Gott sei Dank. Das Spiel hat sich nicht aufgehängt. Flaschenpost. Schiffbrüchige benötigen ihre Hilfe. Doch wo sind sie? Haie ködern ist eine beliebte Beschäftigung für die Seeleute. Ihr letzter Fang war sogar noch unterhaltsamer als sonst. Im Bauch des Hais war eine Flasche, in der sich 3 Stück Papier befanden. Jedes in verschiedenen Sprachen mit derselben Nachricht beschriftet. Die Mannschaft entziffert die verwirrten Worte. Ein Hilferuf und einen Breitengrad. Die Innereien des Haies nach Hinweisen durchsuchen. Die Inseln aufzeichnen, die zum Teil angegebenen Koordinaten entsprechen. Ja, durchsuch mal weiter. Nicht auf dem Damm. Die improvisierte Autopsie hinterlässt eine Sauerei. Die Innereien des Hais werden mitsamt ihres Inhalts rausgeschnitten und in einer ekelhaften Masse aus Blut und Gegenständen unbekannter Herkunft auf dem Deck verteilt. In dem angerichteten Durcheinander kann der Arzt keine Hinweise erkennen. Aus den Innereien des Haies lesen, wir probieren es. Ja, Beute! Belohnung entdeckt. Faras al-Sarami, Meister der Hypnose. Episch, geil. Annehmen natürlich. Immunitätsbrief. Weiße Flagge, episch. Oh Mann. Redegabe plus 20. Hier haben wir Redegabe 30. Ne, dann lassen wir das so. Ein Schwert baumelt über unseren Köpfen. Dann lassen wir das so. Okay. In Ordnung. Also Leute, wir müssen gucken, wie die Geschichte aussieht, dass wir jetzt auch die Sachen für die Ingenieure von der alten Welt in die neue kriegen. Und an die Hochräder. Das ist kein Problem. Hochräder, Brillen. Die Brillen werden ein bisschen ein Problem. Aber ich habe hier schon zwei neue Brillengeschichten angeleiert. Vielleicht müssten wir da tatsächlich nochmal einen ranpacken. Sodass wir da auch eine Überproduktion haben, dass wir 2 Inseln beliefern können. 7 Tonnen. Wir waren ja hier unten auch noch nicht fertig, fällt mir eben gerade ein. Das Schiff steht bereit. Du stellst dich mal hier hin und du stellst dich auch mal hier hin. So, und dann machen wir hier mal 1, 2 Schlachtkreuzer noch. Okay. So, wie sieht denn jetzt hier? Mit den Brillen, da müssen wir. Es läuft noch nicht so. Die Hochräder, wie schnell nehmen die denn ab? Glühbirnen haben wir jetzt genug. Kaffee müssen wir uns mal drum kümmern. Einfluss gewonnen. Neue Befehle? Da fällt mir eben auch ein. Wir müssen erstmal 1, 2 Baustellen fertig machen, Leute, bevor wir uns um die anderen kümmern. Und zwar hätte ich jetzt gerne dieses Handelskammer-Item. Die Geschichte nehmen wir mal mit rüber. Dann haben wir jetzt hier noch irgendwas beeinflusst. Weinberg, das ist hier Kanonengießerei, Holzfällerhütten, Bohrtürme, Schreinereien, Betonwerk, Eisenhütten und Schmieden, Kartoffelfruchtbarkeit, beeinflusst Metzgerei. Ja, sonst haben wir hier nichts. Okay. Dann nimm das aber mal. Fahr mal bitte in die neue Welt nach Esponico. Genau, dann können wir da nämlich noch unsere Rumgeschichten aufwerten. Dann wird nur Rum von. Warum funktioniert denn da meine Handelsroute mit diesen Dingern nicht? Das verstehe ich nicht. Wo sind die? Achso, die habe ich gelöscht, ne? Oder war das hier? Nee, die habe ich gelöscht tatsächlich. Neue Befehle? Ja, du gehst einmal hier hin, bitte. Dann laden wir hier mal das alles noch ein, was wir so nicht brauchen. Und bringen das auch in die neue Welt. Und zwar
Was haben wir denn hier im Überfluss? Segel, das ist okay. Kanonen brauchen wir da unten auch nicht zwingend. Oh, passt auf. Ne, Rohmaterialien. Brauchen wir Holz? Ja, Holz könnten wir mal mitnehmen. Das ist sicherlich nicht schlecht. Hier haben wir alles leer. Die Zwischenprodukte. Die lassen wir hier. Konsumgüter. Ah, da geht jetzt auch die Pelzproduktion wieder runter. Und Kaffee. Die nimmst du mal mit runter. Und fährst das bitte nach Jalapeno erstmal. So, ist unsere Pelzproduktion echt so unten? Ja, weil wir da halt auch noch abgreifen von, ne? Wir haben aber genug Felle und genug Pelze, das heißt, wenn wir hier mal noch... zwei ranholen. Dann haben die auch Strom. Ich hätte es einfach so lassen. Passt. Dann können die hier fixer produzieren. Ist okay. Es wäre irrational, Kaffee. Wir müssen uns jetzt nochmal um die... Admiral! Admiral! Naja, ich komm doch. Ich komm doch. Schneekugeln, gefrorenes Segel, verdorbene Nahrungsmittel. Das Schiff steht kurz vor dem Zusammenbrechen. Es ist ein Schneesturm. Jegliches Zeiten- und Orientierungsgefühl ist längst abhanden gekommen, denn das Schiff ist von einem endlosen Sturm wirbelnder Schneeflocken umgeben, der die Grenzen zwischen Tag und Nacht sowie Himmel und Meer verwischt. Eiszapfen haben die Segel gelähmt und an die Masten gefesselt und lassen diese unter der unerwarteten Last ächzen. Die Besatzung fürchtet, sie könnten brechen, aber sollte sich wirklich jemand nach draußen wagen, während das Oberdeck von heftigen Winden gepeitscht wird? Die Masten erklimmen und die festgewordenen Segel lösen, plus 20... Da Kampfkraft unter Deck bleiben und hoffen, dass die Vorräte reichen. Wir haben nur die Möglichkeit. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, es funktioniert. Das Schiff kann den Schneesturm sicher überstehen. Mehrere Matrosen von beeindruckender Statur erklimmen die Masten und lösen die schweren Segel. Trotz des schlüpfrigen Holzes und der hartgefrorenen Taue gelingt es ihnen, die Masten von der gefährlichen Last zu befreien. Die nackten Pfähle ragen hoch in den nachlassenden Sturm hinein. Bald darauf dringt das Licht des anbrechenden Tages durch die Wolken. Ein gutes Omen für den Bemühungen der Besatzung zur Ehre. Ja, perfekt. Wir folgen ihnen ins Verderben. Sehr schön. So, also, wenn unser Schiff jetzt hier ankommt... Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Genau, Ihr Piraten. Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. 37 Tonnen, wunderbar. Oh, was haben wir denn hier? Zufriedenheit. Die sind gar nicht so zufrieden. Was fehlt euch denn? Wir noch mehr tun können. Es fehlt an Bier. Mehr Druck im Kessel. Ja, das ist genau, die fahren ja einfach nur die Baumwolle hier in der neuen Welt hin und her. Das passt ja, weil wir hier auch genug Baumwolle haben. Rohmaterialien, ne, landwirtschaftliche Produkte, ja, da haben wir genug. Alles klar. Also, wir brauchen definitiv mehr Rum. Ich muss die Rum-Geschichten besser organisieren und auch Kaffee. Wie sieht es denn hier mit Kaffee eigentlich aus? Es geht ganz schön runter, obwohl wir genug Kaffeebohnen auf Lager haben. Wo haben wir denn hier unsere Kaffee-Röstereien? Hier. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Die Frage ist, würde das mit Strom schneller funktionieren? Ich glaube, das finden wir mal raus. Kraftwerk, Elektrizität. Ach, warum kann ich das nicht bauen? Bau nur in der alten Welt. Ach, ich kann euch gar keine Elektrizität geben. Und dann ist schlecht. Ihr arbeitet hier ja schon, ja. Ihr arbeitet ja hier schon schneller. Gut, dann haben wir hier die... wir brauchen mehr Arbeiter hier. Gute Arbeit, Benicio.
Ponchos. Warum fehlt es euch denn an Ponchos? Sind die Alpaka-Farben nicht schnell genug? Natürlich nix, ne? Na gut, wir haben nur 3 Alpaka-Farben hier. Das ist natürlich nicht gut. Frage ist, wo haben wir jetzt wieder Platz, um hier noch ein bisschen... Hier hätten wir etwas Platz. So, und hier noch eine Alpaka-Farm hin. Eins, zwei, drei, vier. Kommt hier natürlich gleich noch ein Warenhaus hin. Ich würde jetzt mal ganz stark davon ausgehen, dass wenn ich euch natürlich hier auch Silos hinstelle, das Ganze natürlich auch ziemlich zügig gehen würde. Eins, zwei, drei, vier. Schiff vom Stapel gelaufen. Gucken wir mal, ob das hier vielleicht besser funktioniert. Mais brauchen sie hierfür. Was sagt denn unsere Maisverfügbarkeit auf der Insel? Kakao hätten wir genügend. Können die nicht auch Kakao fressen? Kakao? 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 Wo sind unsere Maisgeschichten? Wir haben gar kein Mais hier auf der Insel. Das ist schlecht. Ja, denen fehlt's an Ponchos. Und denen fehlt's an Bier und ja, Ponchos und Hüte. Wir sind hier auf Chuchu. So, passt auf. Wie sieht's bei euch aus mit der Versorgung? Die Revolution trägt Früchte. Ihr habt keinen Kaffee und habt keinen... Ihr braucht auch Hüte. Mehr Druck im Kessel. Es mangelt an Arbeitskraft. Hi. So, dann fährst du mal rüber nach Chuchu. Ja, das ist das Problem. Ich habe ja hier Hutmachereien. Bringen Sie die Menschen hier zusammen. Ich habe ja Hutmachereien, aber irgendwie werden die hier nicht eingelagert. Das war ja die Problematik. Deswegen werden die hier auch nur so minder versorgt mit Hüten, ne? Aber die Hüte sind irgendwie da. Also das muss irgendein Bug sein, Leute. Weil die Hüte sind da. Also die werden auf jeden Fall angezeigt, sodass sie die Bewohner hier bekommen. Aber sie werden nicht im Lager angezeigt. Was bedeutet, wir könnten hier durchaus noch zwei Hutmachereien anbringen. Dann könnten wir das Thema nämlich auch stabilisieren hier auf der Insel. So. Und euch fehlt's an Bier. Ja, das Bier ist aber auch kein Problem. So, du fährst jetzt mal bitte in der alte Welt nach Liquor State. Na, was haben wir hier? Bring die guten alten Zeiten zurück. Ich bitte nur ungern um mehr. Ein Foto machen. Natürlich machen wir ein Foto von euch. Von der Familie. Zack. Und das schicken wir ab. Ehrlich und fleißig, auch wenn sie darüber beschweren, wie lange sie für ihr Foto stillsitzen mussten. Gehalten, Chef. Schiffswerfen, okay. So, also Extrablatt. Läuft. Gibt's da... Oh, es gibt wieder was.
Die Meuterei. Blauer Himmel, ruhige See, doch innerhalb der Mannschaft braut sich eine Meuterei zusammen. Die Anstrengung der Expedition, die rationierte Verpflegung, die drohenden Gefahren und der ständig zermürbende Mangel an Anerkennung. Es fehlt nicht viel, um den Gehorsam der Mannschaft ins Gegenteil umzukehren. Sie vereint sich hinter ihrem charismatischen Kaplan und entzieht sich der Autorität des ersten Leutnants. Ein Treffen zwischen dem Leutnant und den offiziellen Anführern veranlassen. Bestechung anbieten? Ein Exempel am Anführer statuieren. Das wäre eigentlich das, was ich jetzt machen würde, aber aufgrund unserer Moral wähle ich das hier, weil wir haben ja 40% zusätzliche Erfolgschancen. Wir brauchen Sie und Ihr Feingefühl. Sehr schön. Hat funktioniert. Die beiden Männer können die Einigung finden. Die Forderungen des Kaplans sind nachvollziehbar und die Einschränkungen des ersten Leutnants sind logisch. Sie einigen sich darauf, besser angebliche Machtverhältnisse zu schaffen und die Ration gerechter unter der Mannschaft aufzuteilen. Nach dem Gespräch sind beide zufrieden. Eine faire Einigung für alle Beteiligten. Wie viele sind noch am Leben? Sehr schön. Dann ist die Moral jetzt wieder runtergegangen. Aber es, wenn wir ein bisschen drauf achten, dann funktioniert es. So. Also. Wie sieht es jetzt hier aus in Chuchu? Hier haben wir auch noch. Was fehlt euch? Ich frage mich, ob du dazu überhaupt fähig bist. Euch fehlt eine Kirche, natürlich. Das ist doch gar kein Thema, Leute. Kriegt ihr hier noch eine Kapelle hingestellt? So. Guck. Und jetzt? Und jetzt könnt ihr aufsteigen. Siehst du wohl? So, jetzt sind hier aufgestiegen. Dann brauchen wir aber hier auch wieder ein paar. Sehr schön. Schöner kannst du doch wohl nicht wohnen hier, oder? Das ist ja ein Traum. So, und schon haben wir hier ausgeglichene Verhältnisse wieder. Sehr schön. Und die Kaffeeproduktivität läuft auch an, hoffe ich. Jetzt gucken wir hier gerade nochmal durch. Jetzt werden die Hüte angezeigt. Ach Leute, wisst ihr, was das sein könnte? Was das natürlich hätte sein können? Das ist, weil wir zu wenig Hüte produziert haben und sofort alle Hüte irgendwie vom Lager genommen wurden. Ne? Also, Kommando zurück, kein Bug, es war mein eigener Fehler. Es wurden einfach zu wenig Hüte produziert. Deswegen wurden die im Lager gar nicht angezeigt. So, die Jungs und Mädels hier brauchen Tortillas. Aber Mais wächst hier gar nicht. Dann gucken wir mal in Jalapeno. Da haben wir Überschuss an Tortillas. Was bedeutet, wir nehmen hier mal eine Route. Charterroute von Tortillas. Von Jalapeno nach Chuchu, hat man gesagt, ne? Ja, Chuchu. Zack. Dann können die hier auch mehr produzieren wieder. Schön. Passt. Bella Concordia, die haben... Ach, die hätten auch noch Überschuss. Guck mal hin. So, Bella Concordia. Die brauchen eigentlich nur Bier. Dann machen wir aber auch noch Folgendes. Neue Befehle? Ja, lad hier auch nochmal bitte. Die Hüte. Und nimm gleich mal ein paar Tortillas noch mit. Und dann bringen wir das nach Chuchu. Chuchu. Nee, Chuchu. 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 Mein Gott. Mehr Druck im Kessel. Alles klar. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, und jetzt können die aufsteigen. Wir brauchen aber da momentan nichts. Was wir natürlich noch machen müssten, wäre hier die Bedürfnisse noch zu stillen, die die hätten. Das wäre noch eine Überlegung. Das ist eine Überlegung, sondern das müssen wir halt machen, ne? Hier ist nichts aktuell. Sehr schön. Hoffentlich kriegen wir die Geschichte mal rum. Oben ist was, eine Aufgabe. Könnten Sie uns noch einmal den Weg weisen? Eine das Bauaufgabe. Was wollt ihr denn? Ein Museum? Nee, das breche ich ab, Leute. Sorry. Ich hätte nicht so viel verlangen sollen. Ja, ist richtig. Das hast du richtig erkannt. So. Neue Befehle?